Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. Ja, ich muss mal eben auf der Karte schauen, wo wir eigentlich hin müssen. Ach genau, hier unten ist noch eingeschüchtert. Sammle das Krabbenfleisch. 24 müssen wir davon machen. Okay. Da oben ist übrigens auch noch etwas, was wir freischalten können. Das ist übrigens ziemlich viel, was wir hier haben. Fällt mir gerade so auf. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf, um dahin zu reiten. Oh Gott, ich habe schon wieder die Steuerung komplett falsch. Wer will schon Krabben? Oh, hier sind auch Schildkröten. Können wir nicht die lieber nehmen, anstatt die Krabben? So, Moment, halt. Lauft mir doch nicht alle hinterher. Ja, euch brauche ich auch noch. Hä? Ich darf aber auch gerne die Zauber kriegen, wo ich... Achso, ich drücke die ganze Zeit auf die 1. Oh, sag mir das doch einer, dass ich verschoben bin. Ah. So, 5 von 7. Das wollen wir aber eigentlich gar nicht. Wir wollen... So. Ja, wir haben mal eben diese eine Quest hier abgeschlossen, die wir gar nicht haben wollten. Und die andere haben wir auch. Das heißt, wir müssen jetzt wieder zum Fischersdorf zurück. So. Und mit dem Kerl hier mal sprechen. Sehen, ob du das Richtige gefangen hast. Du bist schneller zurück als erwartet. Ja, ne? Ich bin schnell. Ich dachte, es würde länger dauern. Du bist so viel besser als die Soldaten hier. Ich würde gern weiterkochen. Kannst du die gedämpfte Krabbe an die Leute verteilen? Was Ordentliches im Magen wird die Leute aufmuntern. Aber sicher, dass... Solange es noch heiß ist. Ja, ich denke, ich soll verteilen und nicht selber essen. Ich rieche etwas Köstliches. Bitte schön. Gedämpfte Krabbe, meine Leibspeise. Ja, kein Thema. Ich hab Hunger. Hier ist was. Perfekt, ich hatte Hunger. Ne? Ach so, ach die Mohnblume. Ich dachte gerade, da ist ein Dings hier, ein... Ach, wie heißt die nochmal? Danke. Kein Thema, ich helfe doch immer wieder gern. Wo ist sie? Er, da oben. Milady, danke, dass ihr den Dorfbewohnern helft. Ich habe eine solch bemerkenswerte Person wie dich falsch eingeschätzt. Du unterscheidest dich sehr von Lord Kals Soldaten. Wenn du weiterhin nach Informationen zu den Piraten suchst, dann gehe zur Wiese auf der anderen Straßenseite. Dort musst du nach einem Kerl aus unserem Dorf namens Yinok suchen. Yinok weiß alles über diese Region, also kann er dir sicher weiterhelfen. Das ist schön und auf jeden Fall immer gut. Dann reisen wir doch mal dahin. Halt nicht diese Piraten auf Trab? Piraten hätten die... So, da ist er. Was gibt's? Du suchst Yinok? Gerade ist er verkleidet und hat sich unter die Piraten gemischt. Wow, warum? Frage die Soldaten, die gegen die Piraten kämpfen. Sie wissen wahrscheinlich, wo Yinok ist. Pass auf, wir sind in der Unterzahl. Okay, kein Thema. Also wir reiten jetzt einfach mal da durch und unten, das ist die Wache, nehme ich mal an, die dann da ist. Können wir nicht, nee, von außen können wir nicht. Ja, doch, können wir doch. Dann müssten wir aber hier rum. So. Bestimmt ist er zu seinen Kollegen vor der Brücke gestoßen. Was? Er ist auf dem Weg zur Holzbrücke. Okay. Lass ihn mal so stehen. Nein, bleib doch mal stehen, ich will mit dir reden. Hallo. Er verkleidet sich bestimmt als Pirat. Das war der Falsche. Wollte ich nicht. Mit dem muss ich noch reden. Hier ist er nicht.
Versuch's woanders. So, diesen Kram hier, den wollte ich nicht machen. Wir müssen da hinten durch. Warte mal! Ich bin kein Pirat. Ich wäre fast draufgegangen. Als meine Tarnung aufgeflogen ist, ging mir richtig die Muffe. Ja, weil ich dich fast platt gemacht hätte, ne? Aber wenigstens habe ich ein paar gute Infos bekommen. Sieht so aus, als hätten die Piraten eine Vereinbarung mit den Schmugglern. Die Schmuggler sind wie Fledermäuse, die zwischen den Händlern und Piraten hin und her fliegen. Sie verstecken sich nicht weit von hier, im Lichtschattengasthaus. Diese Marke erlaubt es dir, dich den Schmugglern zu nähern. Wenn du ihnen das bringst, solltest du mehr über die Piraten erfahren können. Dankeschön. Darf ich mich hier auch mal normal unterhalten, ohne dass irgendwelche Quests, die ich gar nicht annehmen wollte und auch nicht angenommen habe, hier... Oh Gott, jetzt kann ich auch noch nicht mal richtig gucken. Also, ich muss nach unten und die zweite da rein. Okay. Ja, da muss ich sowieso rum, bevor ich dann nach da oben quasi noch reite. Dann machen wir das doch. So, einmal hier rüber. Das sieht sehr schön aus irgendwie. Also auch mit dem ganzen Grün und so. Das finde ich immer toll. Okay, das war es noch nicht. So, eine weite. Oh, Bambus. Oder ist das Mondzucker? Man weiß es nicht. Willkommen in unserem Gasthaus. Willkommen, werter Gast. Bleibst du für die Nacht oder willst du nur einmal? Heutzutage kann es hier etwas rau zugehen, aber in unserem Gasthaus kannst du dich ausruhen. Wie bitte, Schmuggler? Oh meine Güte, solche gemeinen Schurken tauchen nie im Lichtschatten-Gasthaus auf. Ich, Merek, bin ein gesetzestreuer Einwohner Luterras, musst du wissen. Schmuggler? Herrje, schau mich an. Sehe ich aus wie jemand, der dich anlügen würde? Ich soll aber nochmal mit ihm sprechen, oder? Zeige die Schmugglerkarte. Verflucht! Du scheinst den Ort ja bereits zu kennen. Jupp. Ah, ich hielt dich für eine Wanderin, aber du hast die Marke. Du arbeitest also auch in diesem Feld. Warum dann so ein ehrliches Gesicht, hm? Das ist echt verwirrend. Ich habe all diese Energie für nichts verschwendet. Was? Du suchst Schwarzzahn? Ich könnte dir mehr sagen, aber du kennst die Regeln in diesem Beruf. Eine Info für einen erledigten Auftrag. Also, du musst etwas für mich tun. Vor kurzem hat der Wildmarkthändler Tobai eine Grenze überschritten. Du musst wissen, Schnaps wird nur durch meine Leute gehandhabt. Geh und erkläre diesem Kerl, dass er die Grundregeln respektieren muss. Und zwar so, dass er das nicht so schnell wieder vergisst. Und während du dort bist, bring etwas von seinem Premium rum mit. Wenn du dich darum gekümmert hast, erzähle ich dir von Schwarzzahn. Na gut. Das ist unten. Können wir direkt durchreiten, naja. Ja, ich würde gerne so viel Holz holen und so weiter. Andererseits, ich musste die Sachen auch noch nie benutzen. Insofern, das ist nicht so schlimm. Oh, geht mir nicht auf die Nerven. Hallo. Wer bist du? Bist du der Grünschnabel, von dem Merek erzählt hat? Was? Oh, Leute. Hallo. Ich bin auf dem Pferd. Lass mich doch mal runter. Komm doch einfach zu mir, dann kann ich dich besser treffen, du selten blöde Kuh. Mein Gott. So, jetzt aber. Hallo. Bist du der Grünschnabel, von dem Merek erzählt hat? Was? Ich soll kein Alk mehr verkaufen? Wer glaubst du, wer du bist? Machst du Witze? Verschwinde, wenn dir dein Leben lieb ist. Ich zeig dir, wo der Hammer hängt. So, mit Tobai, das ist doch der Tobai. Benutze die. Nee. Zerstöre den linken Marktstand. Achso, hier. Okay. Glaubst du, das macht mir Angst? Aua, schon gut, beruhig dich. Wir können darüber reden. Kein Grund für Prügel.
Ja, geht klar. Ich werde die Grundregeln respektieren und nie wieder Alkohol verkaufen. Du willst auch noch was von meinem Premium rum? Hahaha. Ja, natürlich gebe ich dir den. Du kannst ihn haben. Wenn es das ist, was du willst, dann kein Problem. Er ist unter meinen Habseligkeiten, dort drüben. Nimm dir, was du willst. Da... Nein, nicht... Wozu? Nimm dir alles. Nimm einfach alles. Ja, müssen wir wieder zurück, habe ich mir schon gedacht. Sprich mit Merek. Lasst mich einfach in Ruhe. Ach, ihr geht mir so auf den Sack, dass man immer angegriffen wird, wenn man irgendwo rumreitet. So, so. Ich habe los, Milady! Ich dachte mir schon, dass ihr kein normales Wesen seid. Ich wusste aber nicht, dass ihr die Berühmtheit von Heldenwall seid. Ich konnte den kleinen Lord Karls abwimmeln, als er nach den Piraten fragte. Aber wenn ihr es ihm erzählt, könnte ich mehr als nur meinen Lebensunterhalt verlieren. Könntet ihr mir dieses eine Mal helfen? Ihr bekommt auch meine uneingeschränkte Zusammenarbeit. Ich werde mein Geschäft ab jetzt offen und ehrlich führen. Bitte, ich muss viele Mäuler stopfen. Dann hätte er vielleicht nicht so viel rumschöbeln müssen, ne? Selbst wenn du den Gastwirt fragst. Hallo, sprichst du mal mit ihm? Hallo! Hey, wie läuft die Jagd auf Schwarzzahn? Du hast dich sicher unnötig überall umgesehen. Zumindest laut den Informationen aus meinen exzellenten Quellen. Schwarzzahn kämpft unter anderem kämpft mit anderen Piraten, die sich die Rotflossen nennen. Wenn ich beide Fraktionen loswerde, kann ich seiner Majestät von doppelt so vielen Erfolgen berichten. Aber gib nicht so schnell auf. Wenn du dich anstrengst, kannst du es bestimmt schaffen. Selbst wenn die Königsritterin es nicht mit den unglaublichen Taten von Lord Karls aufnehmen kann. ja. Puh. Soweit ich gehört habe, war Fürst Karls nicht wegen der Schmuggelware hier. Aber da du ziemlich vernünftig zu sein scheinst, wirst du Lord Karls doch nicht von unserem alten Nebengeschäft erzählen, oder? Nun gut, du hast dich für mich auch um Tobai gekümmert. Und wenn du dein Wort mir gegenüber hältst, behalte ich auch meines. Wenn du mehr über Schwarzzahn wissen willst, dann wecke Vorbar dort drüben auf und frage ihn. Dieser alte Mann hat die zutreffendsten Infos. Merek, ich werde mich an deine Unterstützung erinnern. Oh, was auch immer. Hallo. Mir egal. Okay, er möchte machst nicht. Du Geschäfte mit der alte Forber? Den weckt so schnell nichts auf. Obwohl, es gibt einen Weg. Stelle ein Rumpfass neben ihn, dann wird er aufspringen, als wäre die Liebe seines Lebens ihn besuchen. Mhm. Und wo kriege ich jetzt ein Rumpfass her? Wahrscheinlich muss ich auch zu Fuß sein. Schnaps! Ne? Gib mir Schnaps! So. Hier immer die Frage, was muss ich jetzt drücken? Ach, da unten, R. Nein, warum läufst du so weit? Du sollst dahin gehen, wo ich hinklicke. Ein 21 Jahre altes Fass aus Ion. Exquisit. Was? Fragst du dich etwa, ob Schwarzzahn das Schlamassel angerichtet hat? Verdammt. Das ist so lächerlich. Da werde ich wieder nüchtern. Komm schon. Warum soll eine mächtige und feine Piratin wie Schwarzzahn sich um sowas kümmern? Der Pöbel, der hier rumtreibt, von der Rotflossenpiraten. Ich habe erst gesehen, wie diese Bastarde zur Seemannsrat gerannt sind und gesagt haben, sie hätten Schwarzzahn dort gesehen. Die kannst du bestimmt auch einholen. Mann, warum kriege ich das nicht auf? Ich brauche einen Drink. Die kann ich noch einholen. Okay, aber wir haben hier oben doch erstmal was. Fürst Karls ist sofort abgereist. Er versammelt alle Truppen, um die Piraten loszuwerden.
Bis auf mich natürlich. Ich durfte König Thyrain die Botschaft überbringen. Hehe, ich bin auf deiner Seite. Wer könnte es mit dir aufnehmen? Du hast König Thyrain am Haldenwall gekämpft, mit ihm. Du stammst nicht aus dem unbeholfenen Adel, der keinen Schimmer hat, wie die Welt funktioniert. Hallo? Selbst der Sicherheit von Wellenstrandhafen zuliebe. Naja, viel Glück. Ich drück dir die Daumen. Ja. Achso, wir müssen jetzt da oben hin. Okay, wir müssen also durch das Schmale. Dann würde ich sagen, wir machen einen kleinen Abstecher nach links, um das schon mal freizuschalten. Und gehen dann nach rechts. Dann mache ich mir das aber auch mal auf. Dann habe ich hier einen besseren Überblick. Ja, so viele schöne Sachen zum Einsammeln und bei mir funktioniert es nicht. Ich weiß bis heute nicht, warum. Ich habe nichts geändert, die Dinger sind immer noch drin. Ja, ja, oder wir machen einen kurzen Abstecher zu dir. Der aber nicht mit uns reden möchte, okay. Diese Piraten, uff. Sie haben einfach Leute gefangen genommen, die am Strand gearbeitet haben. Sie haben sie in Ketten gelegt und dann versucht, sie zu verkaufen. Diese miesen... Ah. Als wir das gesehen haben, waren wir so wütend, dass wir direkt in den... Ah. Wir sind losgestürmt, aber konnten nicht gegen sie ankommen. Königsritterin, bitte rette die Dorfbewohner und bewahre die Ehre meiner gefallenen Kameraden. Das liegt direkt dazwischen. Zerstöre die Eisenpfähle und befreie die Dorfbewohner. Ja, da müssen wir wahrscheinlich sowieso zu Fuß reinlaufen. Nehme ich mal an. Die Eisen... Oh, hier unten ist was. So, das war so ein Eisenpfahl, ne? Achso, das war's schon, oder was? Sprech mit der Wache. Das ist aber dann nicht die hier. Dann gucken wir nochmal eben. Die Wache ist da hinten. Das ist alles so dunkel, so hell. Okay, dann machen wir erstmal kurz den kleinen Abstecher nach links. Ja, freu du dich mal. So. Den erstmal. Das nimmt kein Ende. Sehr schön. Und dann gehen wir nochmal zurück. Und da oben müssen wir das dann abgeben, so wie es aussieht. Ja, lass mich doch einfach in Ruhe. Ich gehe mal hier so ein bisschen über die Brücke erstmal, weil mich nervt das, dass die einen dann immer so hinterherkommen. Das ist die Frage. Ich glaube, die sind weg. Ronan ist am Leben. Den Göttern sei Dank. Ich hätte die Schuldgefühle nicht ertragen, wenn nur ich überlebt hätte. Viele Dorfbewohner wurden entführt und in die Grotte des heulenden Sturms verschleppt. Und wir konnten sie allein nicht retten. Ja, aber das hab ich ja jetzt im Endeffekt übernommen. Das ist kein Problem. Moment, begib dich. Achso, nee, das war die geheime Plantage. Ja, ja. Dann gehen wir jetzt zum nächsten, was aber irgendwie sehr nicht sehr einladend aussieht, wollte ich sagen. Hm. Könnte natürlich daran liegen, dass es ein Verlies ist. Jetzt wollte ich einmal kurz einen Schluck trinken, wenn sowieso schon eine Minute oder so geladen wird. Und dann lädt er mal ausnahmsweise keine Minute. Oha. Aua. Du bist also für diese Schwachköpfe verantwortlich? Ha! Mal sehen, was du kannst. Hoffentlich mehr als du. Moment, ich muss mit F1 muss ich mich. Kann ich mich jetzt auch mal bewegen? Mann, die nimmt ja überhaupt gar keinen Schaden. Was ist das?
Ich habe die voll getroffen die ganze Zeit über. Das war ein törichter Fehler. Die nimmt echt... Leute, die nimmt gar keinen Schaden. Hallo? Schnappt sie! Bringt mir ihren Kopf! Halt, bleibt stehen! Eure Majestät! Sie ist nicht die, nach der wir suchen. Natürlich, du und dieser Emporkömmling. Ich hörte die Piratensee. Ist seit dem Tod von Blutklaue ziemlich rau. Ich vermute, deswegen sind die Rotflossenpiraten auch hinter dir her. Komm endlich zur Sache, mein Junge. Wir wollen beide Frieden auf See. Tun wir uns daher zusammen. Ein König, der mit Piraten verhandelt? Gut, ich bin dabei. Aber erst muss ich mich um etwas kümmern. Ich kann helfen. Was? Nein, alles, was ich brauche, ist das hier. Was? Ich? Was? So, so. Du bist also die, die den Regenten besiegt hat? Wie es aussieht, scheint das Gerücht also zu stimmen. Strecke deinen Arm aus. Ich gebe dir das Zeichen des schwarzen Fuchses. Wenn du meiner Mannschaft dieses Zeichen zeigst, werden sie dir glauben, dass du auf meiner Seite stehst. Je nachdem, wie gut du mir helfen kannst, wird sich unsere Beziehung zu Lutera drastisch ändern. Beeil dich. Okay. Wirst du klarkommen? Schwarzzahn hat nach dir gefragt. Du musst dich aber nicht freiwillig melden. Ich bin sicher, dass du ziemlich erschöpft bist von dem, was im Osten passiert ist. Ich hoffe nur, dass du dich nicht überarbeitest. Ja. Verdammt. Wie verdammt? Hallo? Verstehe. Danke. Ich stehe auf ewig in deiner Schuld. Bitte arbeite mit Schwarzzahn und eliminiere die Rotflossenpiraten. Ich selbst werde mir die Gebiete ansehen, die von den Piraten beschädigt wurden. Sobald wir ein bisschen Fortschritt gemacht haben, sollten wir uns am Hafen treffen. Dumme Piraten. Töte sie alle. Oh, wenn ich den schon wieder sehe. Ein Handel mit Piraten? Der größte Makel in meinem tadellosen Leben. Oh, womit habe ich das nur verdient? Aber es war die Entscheidung seiner Majestät, also muss ich dem Folge leisten. Ich werde diese Rotflossenpiraten auslöschen, also überlasse ich dir die Rettung von Schwarzzahns Mannschaft. So wie ich gehört habe, bekämpfen die Piraten sich auch gegenseitig, am Strand am anderen Ende der Felsenhöhlen. Die Details kannst du bei Kennen im Wachenlager erfahren. Na, dann werde ich mir meinen Ruhm verdienen. Ich hoffe, du hast Spaß dabei, hinter diesen verfluchten Piraten aufzuräumen. Hahaha. Okay, ich gebe zu, der Lacher am Ende, der kam jetzt ein bisschen dürftig, aber ich habe so ein Kratzen im Hals. Ich habe das Gefühl, wenn ich zu viel rede, habe ich gleich ein Problem. Achso, ich stehe hier wieder draußen quasi. Wo muss ich denn hin? Ich muss da hin. Das habe ich auch ja, ist ja gut. Ich weiß, das ist nicht meine Karte. Das habe ich auch freundlicherweise eben schon mal freigeschaltet. Clever, ne? So, ich würde allerdings fast sagen... Nicht zu berichten. Nicht zu berichten? Na gut, dann halt eben nicht. Ich würde nämlich fast sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ich weiß ja nicht, wie lange diese Piratengeschichte jetzt noch weitergeht. Also sprich, wir müssen die Piraten retten, uns mit denen verbünden oder sowas Geschichte.
Deswegen sage ich mal, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen willst, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.